Wenn ich hier bin und mache meinen großflächigen Schuss, kill ich die dann alle? Ah ne, Quatsch, kann ich gar nicht. Der ist ja noch voll. Wenn die Verstärkung kommt, die Verstärkung sucht sich erstmal Deckung, richtig? Und dann bin ich dran. Die werden nicht rauskommen und dann direkt losfeuern, glaube ich. Ah. Kommt mir so vor, als wenn die Musik immer noch zu laut wäre. Ganz kurz mal. Got the timing wrong. Naja, sieht ein bisschen besser aus. Sieht ein bisschen besser aus, weil kommt immer wieder zwar dahin, wo der Limiter dann ist, aber du bist immer wieder im grünen Bereich. Oder beziehungsweise meistens bist du da quasi, das wackelt da hin und her wie blöde. Der schlägt da nicht so krass da an wie vorher. Wie gesagt, ich muss wahrscheinlich das dann noch weiter ausprobieren mit dem Sound. Aber der Limiter sollte eigentlich vieles regeln. Ich kann von hier aus fast gar nicht richtig treffen, okay. Mist, wie viele Granaten habe ich eigentlich noch? Kann ich das irgendwo sehen? Nicht hier scheinbar. Oder ich habe, wenn dann, nur eine zur Verfügung stehen. Das kann auch sein. Gehen wir mal dahin. Mach mal Overwatch. Und Scarlet, Sollte. Ich brauch einen nur, ne? Richtig, okay. Sollte vielleicht kurz da hinten hingehen. Und dann sich heilen. Healing up. Oh. Gets away with a direct hit. Harter Kerl, was ist denn das? Das ist irgendein Talent von ihm. Muss ich mal gleich mal gucken, wenn ich das da nochmal sehe. Mit den Talenten. Party, huh? What kind of party wouldn't be improved by some fireworks? Dachte ich mir doch. Das dachte ich mir doch. Ganze Sprengstoff da, den man da sehen konnte. Oh, der ganze scheiß Laden ist voll. What? Verwende den Buzzer, 4 Spielzüge. Oh shit. Oh shit. Ich brauche Granaten. Und zwar schnell. Oh, verdammt. Ich kann keinen Vierer-Kill machen. Menno. Echt jetzt? Kein Vierer-Kill? Dieser eine Millimeter da, ne? Ah, whatever. Oder krieg ich das doch irgendwie hin? Nah. Schade. Okay, dann einfach da 3 killen und den anderen da einfach umnieten. Hoffentlich. And that's two. Doppeltötung? Ich habe 3. Ja, hier, Dreifachtötung. Bin direkt wieder dran. Ich frag mich, wo der Ronin ist. Der wird bestimmt gleich rauskommen irgendwo, wa?
im denkbar schlechtesten Moment wird er kommen. Oh, wait a sec, ich habe so eine Range mit der? Ach so, weil die näher dran ist. Nee, aber warte mal. Die hat echt eine mega Range. Holy moly. Time's running out for the challengers. Ich würde mal sagen, ich gehe mal mit dem in Deckung und lad nach. Slamming another clip home. Ja, ey, kommt fertig. Und nu? Der Ronin wird womöglich da rauskommen, wa? Wäre jetzt so meine Vermutung. Dann stelle ich mich mal da hin und lade nach. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Zwei? Ah, aber 7 Züge habe ich jetzt, okay. Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Das Beste wäre natürlich quasi, ich gehe in beide Richtungen, aber gleichzeitig wäre, glaube ich, das Schlechtere, weil ich hätte dann langsameren Fortschritt, vermute ich mal. Also eher so nach und nach. Sprich, beide gehen jetzt am besten einfach auf den hier zu und ballern sich den Weg frei dann hierhin, richtig? Und Scarlet sollte ich wahrscheinlich dann als den Runner hier verwenden, damit, weil die ja scheinbar so schnell vorankommt, dass ich dann einfach mal fix da hinten ankomme. Würde ich jetzt mal vermuten. Na gut, dann. Ach so, ich habe leider. Okay. Geh mal lieber hier hinter die volle Deckung. Wenn ich da hingehe, würde ich getroffen werden. Das wäre nicht so schön. Die zweite Granate will ich hier lieber aufsparen. So ein bisschen auch für den Ronin. Weil der kommt ja schon um die Ecke gestürmt. What? Das tat weh. Refusing to be rushed. Okay, wie weit? Wäre schön, wenn man sehen könnte, wie weit die laufen können. Das wäre echt nice, wenn man das sehen könnte. Damit man dann weiß, okay, wenn ich hier hingehe, bin ich hier recht safe. Weißt du? Oh, wenn ich jetzt den anschieße, wäre er tot. Weil ich die Waffe habe mit der Kevlar-Durchdringung. Oh. Well, get fucked. Kann der schießen? What? Ja, das sieht aus wie ein... wie eine Knarre. Wie eine SMG. Das ist natürlich jetzt blöd. Die Granate würde den jetzt leider nicht killen. Overwatch würde jetzt nicht verursachen, dass der Gegner dann in seiner Aktion dann irgendwie unterbrochen wird, oder? Der würde dann einfach weiterrennen und so weiter. Richtig? Naja, ich kann trotzdem Overwatch machen, warum nicht?
Oh, der haut ab. Okay, auch gut. Und ich treffe nicht. Ah, verdammt, der wird mich sehen. Nur noch 5 Runden. Das sah jetzt gerade aus. Ich gehe da um die Ecke. Das sah irgendwie bescheuert aus. Mach mal lieber Overwatch nochmal. Treff. Ach komm schon, Mädel. Jetzt will er seinen Nahkampfangriff machen. Okay, verdammt. Nothing but air that time. It's either speed up or get blown up for the challengers. Ich habe noch 4 Runden. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich sollte den Kollegen da hinten stunnen, oder? Mit dem Gummigeschoss. Damit er seinen Angriff nicht ausführen kann. Oder kann ich den einfach vielleicht umnieten? Warte mal. Na, das sieht nicht so danach aus. Wäre toll, wenn ich den einfach hier das Geländer runterstoßen könnte, ne? Und dann einfach verreckt, aber das geht ja nicht. Das geht ja leider nicht. Marty has some trick bullets up his sleeve. Oh, dafür gibt's auch nochmal Punkte, oder was? Was ist da? Betäubt, handlungsunfähig, okay. Jetzt könnte ich fix da hinten hinrennen, damit ich zumindest eine Bombe entschärfen kann. Wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Oh, du hast auch so eine Mega-Range? Okay, dann... Huh, interessant. Okay, cool. Ich kann noch irgendwas anderes machen. Kann ich die Granate... schade. Achso, das hat gar keinen Aktionspunkt gekostet. Oh, sehr nice. Dann... Wo wäre eine gute Posi? Ich glaube da, richtig? Dann ist der Hampelmann da schon mal weg. Ich kann mir gut vorstellen... Ach nein, schon wieder Nahkampfangriff. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier bei den Bomben es vielleicht sein kann, dass du auch nochmal so eine Art kleine Herausforderung abschließt, um noch mehr Ruhm zu kassieren, indem du halt das in der letzten Runde machst. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Was ist das? Achso, verwenden, okay. Von hier aus könnte er den treffen, ne? Eventuell. Ich hoffe sehr, dass Scarlett das überlebt. Oh, wait, 100%? Ah, nee. Warte mal, der hat eine Rüstung? Oh ja, tatsächlich, aber aus Kohlefasergewebe. Ist das nicht Kevlar?
opponents to come to him. Ich sollte mit dem abhauen. Scheißegal wohin, Hauptsache weg. Ja, scheißegal wohin, Hauptsache weg. Holy moly, der hat aber, sag mal. Der geht aber so weit, ne? Beide müssen sie nachladen, nicht gut. Sollte aber kein Problem darstellen. Ich meine, oh, wobei. Ich habe Gummigeschoss ready. Ich könnte den einfach wieder stunnen. Dann habe ich wenigstens ein klein wenig Ruhe. A stun defender is as good as dead. Swapping out the empty mag. That got his attention. Some lead. Wie sieht denn sein Gesicht aus? Ich weiß, dass der eine Maske auf hat, aber ich habe da nur noch Matsche gesehen. And that's it. What an impressive performance by these determined challengers. Kevlar. Hä? Das ist auf jeden Fall ein Implantat, aber ich weiß nicht genau, was es macht. Scheinbar gibt's mir Kevlar. Kevlar? Oder was? Okay. Drei Feinde in einer Runde getötet. Verletze mehr als zwei... Okay. Eliminiere mehr als zwei Feinde mit einem Angriff mit Wirkungsbereich. Vier Feinde in einer Runde getötet. Einen Feind mit voller Gesundheit mit einem einzigen Angriff getötet. Einen Ronin mit gezücktem Schwert betäubt oder getötet. Ein Herausforderer erlitt Schaden in Höhe von 100% seiner Basis-LP und überlebte. Einen Feind mit einem Nahkampfangriff getötet. Du kriegst also selbst für eher, sagen wir mal, negative Sachen, wie hier Panzer, ne, wo ich halt Schaden kassiert habe. Selbst dafür kriegst du Ruhmpunkte? Okay. Feindliche Verstärkung erscheint immer zu Beginn eines Zuges. Sie versuchen, starke Positionen einzunehmen, werden dich aber nicht sofort angreifen, wenn sie ankommen. Okay. Party's over. Time for our challengers to get back to business. The fans always appreciate it when challengers look for a fight, even when they don't have to. Ich schätze mal, diese optionalen werden immer wohl so ein bisschen, Sniper shot. Looks like someone or something is on the hunt. Again. Problematischer sein. Erreiche den Geschützturm und deaktiviere ihn. Good use of the available cover. Musst du eigentlich jeden Kram, den ich sage, kommentieren? Der Kandidat hat sich gerade erfolgreich am Hintern gekratzt. Sehr gutes Manöver. Ah, verdammt. Das ist ein explosives Fass. Das will ich lieber nicht von nahen ansehen. And she acquires the reward box. Shogun. Ach, ich wollte gerade Tab drücken. Team. Ah ja, Implantat. Ach so, warte mal, habe ich Gegenstände? Nur ein Medikit. Ich habe keine Granaten mehr. Oh, oh. Was macht das? Nutzbar von Scarlet, verwendet Klingenwiderstandsfähigkeit. Oh. Okay. Kann ich das aber auch ihm geben? Nee, scheinbar nicht. Mehr Schaden, weniger Munition. Bonus erhalten, Durchdingung des Kohlefasergewebes. Also es ist doch was anderes, dachte ich mir schon. Verursacht zusätzlichen Schaden gegen Feinde 20. Ja, das wird bestimmt ordentlich reinhauen bei so einem Ronin.
Ja, der hat natürlich auch keine anderen Sachen hier, verdammt. Na, wird schon irgendwie schief gehen. Ich habe ja gesagt, das wird mir bestimmt früher oder später auf die Füße fallen. Ist diese Statue eine Deckung? Sollte allen Ernstes über die Brücke latschen? Über die Brücke, die einfach so deplatziert wirkt? Ah, cool. And the turret's offline. It's safe to walk the park again. For the most part. Could have done without that. Oh, come on. It was a walk in the park. Literally. Not taking any chances there. Huh? I used to have a car like this. Old style manual controls and everything. A real classic. Toll! And she nabbed some helpful loot. Hey, eine Granate! Warte mal, muss ich noch equippen, oder? Dachte ich mir. Warte mal, kann ich ihn jetzt das? Ne, kann ich immer noch nicht geben. Okay. Will ich das da haben? Nee, Klingenwiderstandsfähigkeit? Naja, ich glaube nicht. Oder vielleicht nicht im Moment. Ich meine, ich will ja eher vermeiden, von diesem Ronin mit seinem Buttermesser angegriffen zu werden. Ne? Der macht ja nicht gerade wenig Schaden, vor allen Dingen. Also. Ist das da optional oder was ist das da? Oder. Das sieht irgendwie aus wie eine Falle. Da sind Pfeile. Eventuell könnte es auch da lang gehen. Erreiche die Eisenbahn zur Hölle Arena. Okay. Oh, ich könnte mir einen von diesen Waffen kaufen, wenn ich will. Kaufen wir mal ein paar Granaten. Oh, ich habe 7. Aber ich brauche Ruhmstufe Aufsteiger. Okay, das habe ich erst bei 10.000. Ja, so schnell wie das nach oben geht, dürfte kein Problem sein. Ist das einer der Hauptmissionen? Oder Hauptarenen? Oder wie sieht das jetzt hier aus? Karte existiert hier nicht, ne? Nein. Geh mal da in die andere Richtung, weil ich habe das Gefühl, dass da etwas sein könnte, was jetzt entweder optional ist, aber ich hoffe nicht, dass das... Okay, das killt mich hier nicht. Ich hoffe, dass da irgendeine Belohnung ist oder irgendeine Art von Arena oder dergleichen. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob da jetzt hier alle Arenen schon waren. Von den optionalen.
Eine Kiste. And she snags a reward box. Mit einem Medikit. Caution unsafe building. You know, there were still people living around here last time I was on the show. You're kidding. I shit you not. Some stubborn holdouts refused to leave even when Omega bought up the whole city to use for the show. Looks like they eventually got the message. Yeah, maybe one grenade in the kitchen too many. Ah, verdammt, ich kann nicht weiter reinzoomen. Ich wollte gerade sagen, ob ich das benutze oder nicht, aber egal. Die 2 HP da, ne? To reach the final challenge of the night, the players need to get a ride on the Sky Train. Ein weiterer Ronin. Okay, für den Fall der Fälle. X. Für den Fall der Fälle nehme ich das mal lieber mal mit. Kann ja sein, dass irgendwas ist, ne? Kevlar ist drin, okay. Na gut, komm mal rein da. Hab ja jetzt 2 Waffen, die jeweils gegen unterschiedliche Rüstungen gut sind, von daher. Macht schon echt Spaß, das Spiel, muss ich sagen. Hüte dich vor dem einfahrenden Zug oder auch nicht. The challengers will have to dodge the incoming trains if they want to cross to the other side of the tracks. Ah, fuck. Scheiße. Ach nein, verdammt, jetzt ist alles hier nass. God damn it. Erst zum Blöd zum Saufen, jetzt ist der ganze Mist hier überall. Oh Mann, ey.